Das Mittelmeer ist ein Wasserspiegel, der fortwährend verdunstet. Hätte das Mittelmeer keine Zuflüsse, wären sie künstlich gesperrt, so würde sich sein Wasserspiegel durch einfache Verdunstung jährlich um 1,65 Meter senken. Auf dieser Tatsache beruht das Projekt Atlantropa. Was das Mittelmeer verdunstet, erhält es automatisch wieder über die Straße von Gibraltar, wo 88.000 Kubikmeter Wasser in der Sekunde vom Atlantik ins Mittelmeer fließen. Gleichzeitig wären die technischen Voraussetzungen geschaffen, um ungeheure Wasserkräfte für elektrische Energien freizumachen. The Dam of Gibraltar is under construction. Millions of square miles of cornland would emerge from the sea. Simultaneously, technical suppositions could be provided to produce immense water power for electric energy. In diesem so leicht verwundbaren Damm angebracht und... Was sind die Folgen, die das Projekt haben könnte? Was sagt die Erde dazu? 13 Staaten sind direkt am Mittelmeer interessiert. Unter allen Staaten Europas und Nordafrikas soll das gewonnene Neuland verteilt. Doch demjenigen, der Gewalt hat über den Damm, welcher die Wassermassen des Atlantik in drohender Höhe zurückhält, kann das nicht zu Konflikten führen. Stellen Sie sich einmal Neapel vor, das anstatt seines berühmten Golfes nach der Absenkung einen breiten Gürtel unfruchtbaren Neulandes vor sich hat. Werden sich nicht alle diejenigen, denen unter der Ära des Meeres ein erträgliches Auskommen geblüht hat, auflehnen gegen diesem so leicht verwundbaren Damm angebracht und... Was sind die Folgen, die das Projekt haben könnte?